Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Zeitzel Support Campus. Heute stelle ich das DX3301 in der Version T0 vor. Das ist ein Internetzugangsgerät, das es mit den Großen aufnehmen kann, weil es alles bietet, was normalerweise gefordert wird. Es hat einen Gigabit Ethernet-Anschluss, einen Gigabit DSL-Anschluss, außerdem USB-Hub, zwei Phone-Ports und ein AX1800 Wireless, das sich außerdem mit Geräten meshen kann. Lass uns mal schauen, was ist in der Verpackung. Zeixel liefert den DX3301 in einer umweltfreundlichen Verpackung, die mit wenig Kunststoff auskommt. Sie beinhaltet die Schnellstartanleitung sowie das Gerät in einem stylischen weißen Gehäuse. Auf der Rückseite findest du den Anschluss für das Netzteil, zwei Telefonanschlüsse, ein USB-Hub, vier LAN-Anschlüsse und einen WAN-Anschluss in Gigabit-Geschwindigkeit, einen DSL-Anschluss, WPS-Taste und die LED-Taste. Auf der Unterseite des Gehäuses befinden sich zwei ausklappbare Standfüße. Zusätzlich findest du im Karton ein graues DSL-Kabel, ein LAN-Kabel sowie ein Universal-Netzteil mit EU- und UK-Steckergesicht. Zum Start verbindest du das Internetzugangsgerät deines Providers mit dem LAN-Kabel und dem WAN-Anschluss oder die DSL-Splitterbox mit dem grauen DSL-Kabel und schaltest das Gerät ein. Nach einem kurzen Bootvorgang sind wir bereit für die Installation des Gerätes. Jetzt benötigst du noch den Willkommensbrief deines Internetproviders mit den Zugangsdaten zum Internetanschluss. Die Installation des Gerätes ist recht einfach. Hier zeige ich euch, wie es geht. Verbinde einen Computer mit dem LAN-Kabel an das Gerät oder das WLAN. Die Zugangsdaten findest du auf der Rückseite des Gerätes. Dann startet das Gerät einen einfachen Setup-Assistenten in drei Schritten. Es wird die Zeitzone eingestellt, dann festgestellt, welchen Internetanschluss du benutzt und das Wi-Fi kann eingestellt werden. Hier änderst du den Wi-Fi-Namen und das Zugangspasswort. Wie immer gilt, notiere alle geänderten Passwörter, denn wenn du sie vergessen hast, musst du das Gerät resetten. Bei der Vergabe des Passworts unterstützt sich das Gerät, um die Stärke des WLAN-Passworts festzulegen. Je grüner, desto besser. Sobald du den WLAN-Namen und das Passwort geändert hast, musst du dich wieder mit dem Gerät mit den neuen Daten verbinden. Bei einem Kabel kannst du diesen Schritt überspringen. Auf der Statusseite des Gerätes findest du alle Daten im Überblick und kannst von dort aus ändern oder über das Menü oben rechts in der Ecke die drei Streifen. Zunächst starten wir mit den Einstellungen für den Internetzugang. Du hast drei vorgegebene Profile, welches du entsprechend ändern kannst auf Routing oder Bridge und die Encapsulation mit dem Zugangspasswort für deinen Internetzugang versehen. Achte auch auf die Einstellungen für MTU-Werte und ob du alle Vorgaben deines Internetproviders hier richtig eingestellt hast. Durch die TR69-Funktion hat das Gerät bereits mit dem Eröffnungsassistenten die Internet-Einstellungen vorgenommen. Wenn du hier noch etwas ändern möchtest, vergewissere dich, dass die Einstellungen mit denen deines Internetproviders kompatibel sind. Auf dieser Seite kannst du auch Einstellungen vornehmen, um zum Beispiel über den USB-Port ein LTE-Backup an das Gerät anzuschließen und weitere Einstellungen im Menü Advanced. Dieses universelle Gerät bedient die meisten Internetanschlüsse in Europa. Über das Menü Netzwerkeinstellungen kannst du auch Vorgaben für das Drahtlosnetzwerk ändern, sowie ein Gast-Drahtlosnetzwerk einstellen, eine Authentifizierung über MAC-Adressen, die WPS-Verifizierung und viele weitere Funktionen, die das WLAN betreffen. Alle Funktionen sind im Benutzerguide des Gerätes erklärt. Das Menü Channel Status kann dir dabei helfen, deinen Access Point auf einen freien Kanal zu bewegen. Nach einem Scan zeigt er dir an, welche Kanäle in deiner Umgebung stark frequentiert sind. Dann änderst du auf der Karte General im Bereich
Channel Auto auf diesen festen Kanal und dein WLAN wird fortan besser ausgesendet und du kannst es besser erreichen. Die allerbesten Resultate erzielt sogar jedoch mit den Pro-Mesh-Funktionen. Damit kann das Gerät mit Pro-Mesh-Access-Points zusammen sich vermeschen und deine WLAN-Zelle um ein Vielfaches erweitern. Dazu haben wir ein eigenes Video erstellt. Im Bereich Firewall kannst du Einstellungen vornehmen, zum Beispiel die Zugangskontrolle, Denial of Service oder die Kindersicherung. Im Bereich Voice-over-IP änderst du die Zugangsdaten für deinen SIP-Account. Diese werden in der Regel von deinem Provider vorgegeben, aber du kannst hier auch eigene Daten eingeben. Achte darauf, dass sie mit dem Gerät und dem Voice-over-Internet-Provider kompatibel sind. Auf der SIP-Service-Provider-Karte änderst du außerdem Telefonnummern und ein Telefonverzeichnis. Du kannst dazu eigene Telefonbücher importieren und exportieren. Es gibt Regeln für einen Anruf und außerdem eine Historie aller eingehenden und ausgehenden Anrufe. Im Menü Systemmonitor kannst du verschiedene Statistiken und Logfiles abrufen, dazu auch verschiedene Einstellungen am Gerät vornehmen. Im Bereich Maintenance änderst du Einstellungen für das gesamte System, zum Beispiel die Firmware. Achte darauf, dass die Firmware kompatibel ist mit dem Gerät, das erkennst du an der Buchstaben- und Zahlenkombination in den runden Klammern. Wenn du nicht genau weißt, ob es die richtige Datei ist, erkundige dich bei deinem Internetprovider oder frag uns über den Support. Im rechten 3-Streifen-Menü kannst du außerdem kosmetische Änderungen vornehmen, wie zum Beispiel die Farbe und das Gerät neu starten, sowie die Sprache des Menüs ändern. Es gibt natürlich auch Deutsch. Achte immer darauf, dass du das Menü über die Logout-Funktion verlässt, sodass dein Gerät immer abgesichert ist gegen Fremdzugriff. Bei weiteren Fragen zum Gerät besuchst du uns auf support.zeixel.eu. Dort findest du über 600 Hilfedokumente in verschiedenen Sprachen, Garantieinformationen und den Kontakt zum Support-Team. Deine Frage kannst du auch in den Kommentaren stellen zu diesem Video. Und das war's auch schon wieder aus dem Zeixel Support Campus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, sodass ihr auch keines unserer Videos verpasst. Gerne könnt ihr uns auf Facebook folgen. Wer Interesse hat, an Zeixel Produkte zu verkaufen, dem empfehle ich einen Besuch auf der Seite partner.zeixel.eu. Dort bieten wir spezielle Angebote für Wiederverkäufer, Trainingsmaterial und natürlich den direkten Kontakt zum Support. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. We're Zeixel, and we're your networking ally. Dir hat dieses Video gefallen, das freut uns sehr. Dann habe ich einen Spruch für dich. Des kleinen YouTubers Sonnenschein, schick ein Abo und hau die Glocke rein. Vielen Dank fürs Zuschauen, hab einen schönen Tag.